Hä? Wollen wir starten, oder? Ja. Dann mal los. Gen Lotus, Mann, wa? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Low Rims Design. Heute dreht sich das um das Thema Gewicht verlieren. So wie alle im neuen Jahr wollen auch wir Gewicht verlieren. Und zwar geht es mit dem Tracktool-Projekt weiter. Wir haben uns schon mal eine schöne Waage besorgt, weil wir wollen natürlich gerne alles möglichst gut dokumentieren und sehen, was bauen wir ein, beziehungsweise erstmal, was bauen wir aus und was wiegt der ganze Scheiß. Das heißt, wir wollen jetzt uns eigentlich drum kümmern, können wir jetzt aber zeigen. Wir wollen den ganzen Innenraum eigentlich komplett auseinanderreißen. Das heißt, eigentlich alles, was so komfortmäßig mehr oder weniger drin ist, soll natürlich dann rausfliegen. Sitze, Teppich, Mittelkonsole, Türpappen, alles raus. Himmel soll raus, dann Schiebedach kommt raus. Da haben wir jetzt auch schon einen Ersatz für. Da haben wir uns, habt ihr in dem einen Video gesehen, von Edenhofer Motorsport so ein GFK-Dach geholt. Genauso hinten eigentlich auch. Ach, hier, Volker, sein Helm ist auch noch dabei. Ne, der darf natürlich nicht fehlen. Genau, dann Sitzbank natürlich, alles raus, die ganzen Kunststoffverkleidungen, alles das, was keine Miete zahlt, fliegt raus. Kofferraummäßig, ja, da müssen wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen Kosmetik nachher anwenden, weil das wurde alles mal irgendwie so ganz Larifari-mäßig übergestrichen. Das heißt, da fliegt auch die Reserveradmulde raus, haben wir uns überlegt. Dann kann man die nämlich mal ausbohren, dann überlegt man sich oder schaut mal eben, was das Ding wiegt. Dann vergleicht man das mit unserer Platte, die dann reinkommen soll. Ja, und dann werden wir das wahrscheinlich einmal dann wieder neu, einmal schön weiß machen. Und dann hier so ein Griffel, ein bisschen Kleinkram. Apropos, ich habe da glaube ich noch nie reingeschaut. Ein Brotmesser für die schlechten Zeiten. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Also das Messer freut mich sehr, ansonsten ist alles noch dabei. Ja, nee, aber das, ja, das bleibt auf jeden Fall nicht so, weil das ist ja einfach nur überflüssiges Gewicht. Und damit wollen wir jetzt eigentlich starten. Würde ich sagen, reiß raus die Scheiße. Und zwar fangen wir mal bei der Rücksitzbank an. Die liegt ja nämlich nur quasi so lose drin. Pass auf, dass sie das nicht auf die Klappe fließt. Ja, nee, besser nicht. Nummer uno. Nummer dos. So, dann wollen wir die mal eben wiegen auf unserer schönen Waage. Mal gucken wir mal. Was schätzen wir denn? Ach genau. Was schätzt du? Boah, so, weiß nicht, 8 Kilo? Ja. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. 7,5. Und du? 8,3. Okay. Boah, Junge, die. Wie schlecht. 7,9. Hat er bestimmt gewusst. Locker nicht. So, pass auf, und noch ein. Vermutlich leichter, 6,5. Ah, weniger. 5,8. Boah, gut, ich hätte jetzt 5,5 gesagt. Junge, was ist los mit dem? Ja, nicht schlecht. Oder so. 13,1. Nur die Rücksitzbank, ohne irgendwas, einfach nur rausgezogen. Mehr Gewicht kann man nicht sparen. So, wir haben aber jetzt noch hier den ganzen Dämmscheiß-Teppich-Kram-Dicks. Alles noch hier drinne. Das fliegt jetzt alles raus. Hutablage raus. Aber ich glaube, das Interessanteste wäre jetzt nochmal einmal zu wissen, was jeweils ein vorderer Sitz wiegt. Von daher würde ich sagen, ich ziehe nochmal schnell einen Sitz daraus und dann gucken wir uns das auch nochmal eben schnell an. Eigentlich nichts Wildes. Und zwar nur eben vorne zwei Schrauben. Ich glaube, 18er Schlüsselweide. Vorne vor. Den Sitz am besten auch mal hinten. Den können wir hier so rausracken. So. In. Vorne. So hat geklappt, ja? Hallo, ja, ja, der Guide. Ne? Gut Ding will ja bekannte Pfeile haben. Ach, Scheiße, Idiot, nicht aufgepasst. Was fehlt? Gurt noch dran. Moment. Da kann man eigentlich direkt, direkt rausbleiben. So, so Mann. Schwupps. Kunstrasen ist auch schön. Ja. So, Tipprunde Nummer 1. 3, 2, 1. 18. 3, 2, 16. 1. 14, 8. 17, 4. Wir brauchen keine Waage mehr. Siehst du. Du brauchst mal angucken. Ich sag gar nichts mehr. Ja, siehst du. So, und so legen wir es die ganze Zeit weiter. Und nachher gibt es mal eine kleine Auflistung. Thank you.
So, nun war die GoPro ausgegangen, ich habe es nicht bemerkt. Ich hoffe, ihr wart noch einigermaßen dran. Ja, nur mal eben ein kleiner Zwischenstand, wie das Ganze jetzt von innen aussieht. Rücksitzbank und sowas, alles komplett leer. Auch Hutablage, eigentlich ist es so minimalistisch, was eigentlich so ein E30 ausmacht. Wo sagt ihr, dann hat jetzt nur hier noch ein paar Boxenkabel, was ja wirklich nur, also das ist ja nix. Das ist ja super easy. Einen ganz leichten Kabelstrang, was nach hinten geht, da können wir auch wahrscheinlich, reicht es nachher nur noch die Hälfte zu haben. Es sind überall die Fugenmatten. Die müssen nachher alle raus, wo das ganze Wäsche jetzt drauf liegt. Dann hier unten drunter auch alles Bitumenmattenmäßige. Jetzt geht es eigentlich darum, nochmal eben schnell den Rest vom Teppich rauszuracken. Aber leider, was soll ich sagen, ist halt so ein bisschen E30, ne? Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ich zeige es uns gleich nochmal eben. Die Ecken ziemlich gammelig. Also da kommt wahrscheinlich doch nochmal ein klein bisschen mehr Arbeit auf einen zu. Aber erstmal alles rausreißen und gucken. Jetzt ist noch der Teppich dran, hier geht's, aber man sieht schon in der Ecke, alles ein bisschen gammelig. Türpappen müssen noch unbedingt gleich raus, dann ist Himmel und Co. noch drinne. Da geht's dann wahrscheinlich ein klein bisschen später bei, aber damit ihr mal einen Überblick bekommt. Und zwar, das ist jetzt all das, was rausgeflogen ist bisher. Das heißt, wir haben hier den ganzen Bereich von der gesamten Mittelkonsole über Schaltsack, Aschenbecherkram. Das sind die B-Säulenverkleidungen, die sind natürlich auch alle rausgeflogen. Ja, die Leisten sind leider ein bisschen kaputt gebrochen. Hier die kleinen Übergänge, sag ich mal, die Übergangsstücke hier zur Fußraumbelüftung oder Sozius-Belüftung für hinten. Vielleicht kommt da in den großen Kasten da. Was ist denn da? Lüftungskasten da. Wärmetauscher. Ja, ja, passt schon. So, genau, die sind dann auch rausgeflogen. Dann Boxenabdeckung unten für den Fußraum. Der hintere Bereich vom Teppich. Dann ist das hier noch irgendwie so eine Dämmmatte, die einfach drunter gelegt war bei der Rücksitzbank. Das haben wir euch ja gerade eben schon gezeigt. Mit den Sitzen, Rücksitzbank haben wir ja schon gemessen. Ich würde sagen, dann machen wir mal eben einmal im Schnelldurchlauf die weiteren Gewichte. Dass wir das einfach mal, wir können das eigentlich, das ist was meins. Fassen wir das hier unten mal eben so ein bisschen zusammen und machen mal so bling, bling, bling. Ja, wir rechnen mal. Wir rechnen mal. So, los geht's. Und zwar Mittelkonsole. Nehmen wir gleich am besten alles zusammen, weil wir werden schon dämmen schauen. 2,2 Kilo Mittelkonsole. B-Säulenverkleidung 1,1. Kleinerer Plastikmüll, Fußraum. Nee, was sind das hier? Die Einstiegsleisten. Jetzt wirst du aber sehr genau. Ja. Wir wollen ja, wenn schon, ne? Ha! So. 600 Gramm. Okay. 600 Gramm. Oh, dann die ganzen Gurte von der Rücksitzbank. 2,5 Kilo. Und das ist wie gesagt nur die Rücksitzbank. Habe ich hier nochmal den Beifahrergurt, weil nur den haben wir jetzt einmal raus. Ein Kilo, 1,1. Das heißt, mal 2, weil wir ja den fahrerseitig auch noch haben. Dann können wir hier die Fußraum, diese Boxendinger mal eben einmal wiegen. 0,6. Dann die Lüftungsschnuffels hier. 1,2. So, dann haben wir hier den hinteren Teil vom Teppich, diese Dämmmatte. Aha, sagen wir mal 1,4, das passt schon. Unterlage haben wir auch noch nicht. Ich stütze mich mal ganz vorsichtig. 2,8 Kilo mit Boxen. So. Das ist ein gewaltiges Soundsystem drin verbaut worden. 5000 Watt Bass Machine. Ist so. Da würde ich sagen, geht es nochmal eben im kleinen Zeitraffer weiter. Wir ziehen jetzt mal einmal den Teppich und dann wiegen wir gleich mit euch noch einmal zum Schluss den guten Teppich. Los geht's. Oh, ganz schön schwer, muss ich sagen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den irgendwie so ein bisschen zusammengefaltet kriegen, dass wir ihn einigermaßen auf die Waage bekommen. So. Schönes Paket schon hier. Schauen wir mal, vielleicht klappt das ja. Ha! So nämlich. 14,3. Okay, gut. Ist natürlich noch ein bisschen Wasser drin, weil ja, der Fußraum sieht natürlich nicht ganz so perfekt aus. Wir haben noch ein, zwei kleine Rostbereiche gefunden. Hilft nichts, aber E30 muss halt schweißen.
Dementsprechend müssen wir da auch leider wohl oder übel nochmal bei ein, zwei Stellen bei dem Auto durchbrutzeln. Aber ich würde sagen, dann machen wir für heute erstmal Schluss. Wir haben soweit schon mal das grobe Gewicht ermittelt. Wie gesagt, Gurt vorne müssen wir halt eben mal zwei nehmen. Der andere Fahrersitz, den haben wir jetzt erstmal wieder eingebaut, weil wir das Auto ja nochmal in ein, zwei Mal hin und her bewegen müssen. Und dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge mal eben beim Motor. Bis dahin, alles Gute und wir sehen uns. Ciao.